Am Samstagmittag gegen 14.10 Uhr wurde der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Esslingen ein Brand im Keller eines Wohnhauses im Stadtteil Oberesslingen gemeldet. Der Anrufer meldete eine Verrauchung des Treppenhauses des betroffenen Mehrfamilienhauses. Die dort wohnenden Personen konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude unverletzt verlassen. Wegen den Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr Esslingen musste die Hirschlandstraße zwischen der Heimbachstraße und der Georg-Deutschle-Straße zeitweise voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass ein Trockner im Keller des Mehrfamilienhauses in Brand geraten war. Der entstandene Sachschaden am Trockner beträgt ca. 300 Euro. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Esslingen war mit 6 Fahrzeugen und 23 Feuerwehrkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, die Polizei mit 2 Streifenwagen vor Ort.